Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fortnite. In diesem Video gibt es mal wieder ein paar Informationen zu kommenden Fortnite-Wettkämpfen, die noch in diesem Jahr stattfinden werden. Wenn ihr natürlich in Zukunft keine weiteren solche Videos mehr auf diesem Kanal verpassen wollt, könnt ihr natürlich gerne hier ein Abo da lassen. Außerdem schaut auch gerne vom Twitch-Kanal vorbei und lasst dort natürlich ein Follow da, um in Zukunft keine weiteren Streams zu verpassen. Und tragt natürlich genauso gerne auch im Fortnite-Item-Shop mein Creator-Code TheAircraft ein. Würde mich natürlich ebenso freuen. Als erstes findet direkt heute noch ein weiteres Tournament statt, und zwar wieder ein Frosty Frenzy Tournament. Das ging ja eigentlich nur übers Wochenende. Jetzt haben wir heute anscheinend noch mal irgendwie die Chance, da teilzunehmen. Allerdings ist ein bisschen was komisch an dem Tournament, denn eigentlich war es hier ein Tournament, was über zwei Runden ging. Das heißt, man hatte diese erste Runde, um unter die Top 500 zu kommen, um sich dann für die zweite Runde zu qualifizieren. Jetzt, wie man es allerdings unschwer erkennen kann, gibt es zumindest zurzeit nur eine Runde, die von 18 bis 20 Uhr heute geht, mit dem gleichen System, was wir auch am Sonntag hatten, also das FNCS-Punktesystem. Und es gibt eben halt keine weitere Runde davon, und wenn man hier in die Preise schaut, dann sieht man auch, dass er nur für die 5 Punkte dieses gleiche Spray bekommt, was man bereits ja schon hier in den ganzen Open Qualifiers hatte. Dort gab es ja auch immer, wenn man 5 Punkte erreicht hatte, dieses Spray. Ein weiterer Cup findet bereits im Morgen statt, und zwar ist es der Generations Cup auf PS4 und PS5. Das heißt, können nur PS4 und PS5 Spieler daran teilnehmen. Alle anderen Konsolen, alle auf PC, können daran leider nicht teilnehmen. Aber in diesem Cup kann man tatsächlich eine PlayStation 5 gewinnen, allerdings muss dann halt der erste Platz sein. Das heißt, egal welche Region ihr spielt, ihr müsst halt auf den ersten Platz kommen, ansonsten bekommt ihr die PlayStation 5 nicht. Aber da die PlayStation 5 hier so oder so zurzeit gar nicht zu bekommen ist, ist es, denke ich mal, für den einen oder anderen auf jeden Fall ganz nice. Außerdem, wenn man unter die Top 2400 kommt, bekommt man einen kostenlosen Gegenstand, den wir hier oben auch schon auf dem Vorschaubild sehen konnten. Und zwar ist das dieser blaue Kunia-Skin. Den gibt es ja auch in der ganz normalen weißen Version im Shop immer wieder zu kaufen, aber eben halt hier in so einem PS4-Look, beziehungsweise generell PlayStation-Look. Das Ganze ist ein Solo-Cup und das Punktesystem ist eigentlich relativ klassisch, also ein ziemliches Oldschool-Punkte-Format, was wir in Season X, Season 1 und so hatten, wo man eben halt für Top 50 einen Punkt bekommt, Top 25 gibt dann zwei weitere Punkte, Top 15 zwei weitere Punkte, Top 5 bringt dann nochmal zwei weitere Punkte und der Sieg bringt dann nochmal drei Punkte. Jede Eliminierung bringt einen Punkt, das heißt, man hat relativ viele Kill-Punkte tatsächlich, und ich glaube generell, es wird sehr, sehr stark auf Kills basiert sein. Zudem ist ja auch so, PS4-Spieler sind insgesamt nicht so gut. Das heißt, wenn ihr auf jeden Fall ein besserer PS4-Spieler seid, dann werdet ihr dort locker auf jeden Fall ordentlich hohe Kill und machen können. Ich glaube, sowas wie 30 Killbombs wären gut möglich. Wahrscheinlich, wie es so klassisch auf einem PS4-Cup ist, meistens eher Richtung Storm Search tatsächlich, weil sehr, sehr viele einfach campen und wirklich nur die guten Spieler deshalb immer das umso leichter haben, viele Punkte dabei zu machen. Ansonsten läuft es genauso wie bei allen anderen Cups ab. Man hat 3 Stunden, 10 Matches, man braucht halt Konto Level 30 und braucht 2-Faktor-Authentifizierung. Eben halt ganz normal wie immer, aber man braucht keinen Arena-Rang oder ähnliches. Also die ganz klassischen Voraussetzungen. Nochmal ein kleiner Reminder an die DreamHack. Die findet ja bereits auch an diesem Wochenende statt. Am Samstag beginnt ihr das erste Heat von 14 bis 17 Uhr. Zweites Heat dann von 18 bis 21 Uhr am Samstag. Dafür müsst ihr euch natürlich registrieren. Das heißt, es wird nicht automatisch freigeschaltet. Ihr müsst dafür einmal auf die DreamHack-Website gehen. Dafür einfach dreamhack.com/Fortnite eingeben, dann hier einmal auf Sign Up Now klicken und dann einmal das Ganze im Prinzip ausfüllen. Ihr müsst dort nicht euren Duo-Partner eintragen, das heißt, könnt euch beide als Solo im Prinzip registrieren und könnt euch deshalb auch kurz vorm Cup eben halt nochmal splitten, anderes Duo eben halt nehmen. Das heißt, dort seid ihr nicht an ein festes Duo direkt gebunden. Und damit war es dann auch schon mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und dann bis zum nächsten Video. Ciao.